LT1 hat am Linzer Hauptplatz nicht nur ein neues Büro, sondern jetzt auch ein eigenes Haustier. Er ist der Star bei der Eröffnung des Wahlstudios. Ja, so ist er ja süß. Noch besser gefallen würde er mir, wenn er einen Kopf haben würde. Ne? Auf der anderen Seite, so kann er wenigstens nicht noch einen Kerl schnappen. Wir sind einige Frauen in der Redaktion, die alle sehr tierlieb sind und wir träumen von einem Redaktionstier. Der Spotty wäre perfekt, er ist stubenrein, er haart nicht und ich glaube, bellen tut er wen dann auch noch ganz leise. Aber er sieht alles, er hat Kameras drin. Er sieht alles, das ist aber insofern kein Problem, weil bei uns gibt es nichts zu verstecken und wenn, dann finden wir schon unsere Winkel, wo wir tratschen können, wo uns keiner sieht. Spot ist ein Roboterhund, kann bis zu 6 km/h laufen und tanzen. An ihm wurde rund 28 Jahre geforscht. Wir verwenden ihn hauptsächlich für unsere Laserscans, quasi auf der Baustelle, um Räume und Baustellen zu vermessen. Was frisst er, was mag er besonders gern? Insbesondere 230 Volt Strom. Oberösterreich ist ja das Technologie-Bundesland und wir wollen da irgendwie unseren Beitrag leisten. Und Spot ist ja bekannt, also ist ja bei Boston Dynamics entwickelt worden in Amerika. Und wir werden da umfunktionieren als Kamerahund. Also er wird unsere Kamerakollegen unterstützen bei den Wahlrunden. Ansprechen statt anpatzen. Bis am 26. September steht das LT1 Wahlstudio am Linzer Hauptplatz. Und nicht nur die Spitzenkandidaten der Parteien werden hier ein- und ausgehen. Die Isabella Woldrich, die bekannte TV-Psychologin, wird die Wahl und die Spitzenkandidaten für uns analysieren. Es wird eine Astrologin, eine sehr bekannte, da Platz nehmen und wird dann sein Wahlhoroskop legen. Es werden Schauspieler drinnen sein, die einfach sagen, okay, wie wichtig es wollen oder warum gegen sie wollen. Warum haben Sie das erlaubt, dass wir da unser Wahlstudio quasi direkt am Hauptplatz hinstellen dürfen? Schlichtweg, weil ich jede Maßnahme unterstütze, die auf die bevorstehenden Wahlen aufmerksam machen, damit die Wahlbeteiligung möglichst hoch ist und es gibt kaum einen besseren Platz als am Hauptplatz, einen Beitrag zu leisten für eine gute Wahlbeteiligung. Und so sieht das 14 Tonnen schwere LT1 Wahlstudio innen aus. So groß, wie es im Fernsehen ausschaut, ist dann tatsächlich nicht. Es geht sich alles aus, wir mengen uns zum Glück alle, das heißt, wir können relativ nah beieinander arbeiten. Wenn wir gerade keine Talks aufzeichnen, wird sich das Social Media Team hier einquartieren mitten am Hauptplatz und die werden halt dann unsere ca. 120.000 Follower in den ganzen Social Media Kanälen auf dem Laufenden halten und direkt von da auch berichten. Ab jetzt heißt es, Achtung, wir drehen und jeder kann direkt vom Linzer Hauptplatz zusehen oder auch mitdiskutieren. Denn mit dem Format Jetzt dreht i ist ganz Oberösterreich aufgefordert mitzumachen. Und nicht nur die LT1-Moderatoren freuen sich auf einen Besuch, sondern auch Spot.